Der Flo vom Foto Dinkel und heute erster Besuch auf der Fotokina, gleich hier bei Canon am Stand. Und liebe Guido, erzähl uns jetzt, was wir von Canon jetzt mit der neuen EOS R zu erwarten haben und ob es vielleicht noch einige kleine Überraschungen gibt, die wir so in den Teasern noch nicht gesehen haben. So. Ja, guten Morgen. Ja, unser Highlight ist tatsächlich das EOS R-System, also nicht nur eben eine neue Kamera, eine spiegellose Vollformat, sondern eben auch ein komplettes System, was wir neu einführen als Ergänzung zu unserem bestehenden spiegellosen Spiegelreflexsystem bei Canon. Herzstück von der EOS R ist tatsächlich die Schnittstelle, sprich das neue Bajonett, was ja auch letztendlich so konzipiert sein muss, dass es für die nächsten 30 Jahre dann auch Bestand hat, ohne jetzt großartige Kompatibilitätsprobleme aufzuwerfen. Das Bajonett ist sehr groß und hat ein sehr kurzes Auflagemaß, sodass wir da auch neue und bisher nicht mögliche Konstruktionen bei Objektiven umsetzen können. Und die Kommunikation der Kamera zu den Objektiven wurde natürlich auch entsprechend modernisiert. Es ist schneller, es passiert mehr, es sind komplexere Dinge, die dort passieren. Unter anderem halt auch eine digitale Objektivkorrektur, die automatisch funktioniert, wenn man das Objektiv aufsetzt. Wir haben neue Bedienelemente an den Objektiven dran, wie den Steuerungsring und so weiter. Die Kamera spricht tatsächlich zwei Sprachen. Das heißt, sie spricht die Sprache der neuen Objektive, aber sie spricht auch die Sprache der normalen EF- und EFS-Objektive. Das heißt, wenn man auf das bestehende Objektivsortiment zurückgreift, hat man keinerlei Verluste, weder in der optischen Leistung noch in der Performance von Autofokus, Stabilisierung oder an sonstigen Steuerungstechniken. Also es geht tatsächlich ohne Einschränkung. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich habe sie ja schon mal auf einem kleinen Preview in der Hand gehabt. Neue Objektivkonstruktionen ist ja das Thema. Allein schon mal euer neues 28-70 mit durchgängiger Blende 2. Das ist ja mal wirklich eine Sache, wo ich sage, holla die Waldfee. Werden da in Zukunft auch noch, ich sage jetzt mal, wie die normalen Specs haben wir ja alle schon gesehen, wird da noch mehr möglich sein? Denkt man, dass man da vielleicht mit Blenden unter 1 vielleicht sogar irgendwie etwas schaffen wird? Also prinzipiell ist natürlich letztendlich alles möglich. Wir haben jetzt den Startschuss gelegt. Wir haben eine Kamera in der mittleren Positionierung. Da wird es also nach oben und unten noch einiges geben. Und wir haben jetzt mit 4 Objektiven gestartet, die im Prinzip eine Geschichte erzählen. Da kann ich gleich vielleicht noch mal ein bisschen zu eingehen. Natürlich wird es in relativ kurzer Zeit noch viel, viel mehr Objektive geben, aber natürlich auch weiter im SLR-Bereich. Aber wir werden natürlich das ausbauen. Da wird sicherlich auch noch die ein oder andere Überraschung dabei sein. Im Großen und Ganzen haben wir ja ganz gezielt 4 neue Objektive auf den Markt gebracht, weil jedes Objektiv eine andere Geschichte erzählt. Das 28-70 zeigt natürlich eine Konstruktion, die bislang gar nicht möglich war, in dem Standard-Zoom-Bereich mit durchgängig Lichtstärke 2,0 zu arbeiten, bei einer Leistung, die bei Offenblende 2,0 besser ist als unser 24-70-2,8 bei 2,8. Also insofern ist das schon sensationell. Das 24-105er, was wir als Standard-Zoom dabei haben, ist halt kleiner, leichter, schneller, besser stabilisiert und hat eine bessere Leistung als das 24-105L aus der EF-Serie. Das 50-1,2 ist tatsächlich bei Offenblende schon so scharf, dass man uneingeschränkt damit arbeiten kann. Und es bewegt sich von der Performance her auf Zeiss-Otus-Niveau. Also insofern hat man hier ein Objektiv, was noch eine halbe Blende lichtstärker ist, aber uns sogar Autofokus verfügt bei der hohen Lichtstärke. Auch das zeigt die Richtung, in die das Ganze laufen kann. Und selbst das preiswertere 35-1,8 für 550 Euro hat Makro bis Maßstab 1:2, ist sehr lichtstark, hat Stabilisator und ist von der optischen Performance besser als unser 35-2,0. Also insofern zeigen wir eigentlich gezielt mit diesen 4 Neuheiten, wo die Reise hingeht. Und da werden sich sowohl Lichtstärke-Fanatiker wiederfinden, als auch Anwender, die sagen, ich brauche was Kompaktes, Leistungsfähiges oder vielleicht mit großen Zoom-Faktoren, mit guter Qualität. Also im Prinzip werden wir in Zukunft in diesem System tatsächlich alles wiederfinden. Das ist auf jeden Fall, also finde ich persönlich schon mal ein sehr, sehr attraktives System. Ich bin ja selber Canon-Nutzer, von daher, also ich habe aktuell ja die 5D Mark IV. Ich bin ja gerade sehr am Liebäugeln mit dieser Kamera, da muss ich wirklich was sagen. Das ist wirklich, also da habt ihr einen Wurf gelegt. In meinen Augen finde ich das sehr, sehr gut. Natürlich, ich gebe wieder allen unseren Hatern Zeit, 5 Sekunden über den einen Kartenslot nur abzulästern. Aber
Ich denke mir, der Gida kann es da was Schönes dazu sagen, was nämlich außerhalb dieses einen Kartenslots zur Datensicherung nämlich möglich ist. Weil das wird nämlich selten erwähnt oder in den wenigsten Videos findet das eine Ansprache. Das ist nämlich Folgendes. Ja, wir haben einen sogenannten automatischen Datentransfer möglich über Bluetooth und Wi-Fi auf Smartphone und Tablet. Das heißt, die Kamera kann zumindest die JPEG-Daten in Originalgröße im Hintergrund einfach auf das Smartphone und Tablet übertragen. Wir wissen alle, dass seit der 5D Mark IV auch die JPEG-Daten so bearbeitbar sind, fast wie RAW-Daten. Das heißt, man hat gutes Material zur Verfügung und selbst im ausgeschalteten Zustand verschiebt die Kamera in der Kameratasche die Daten im Hintergrund weiter aufs Tablet. Und das hat natürlich auch noch den zusätzlichen Vorteil, dass man vielleicht dem Kunden schon direkt zeigen kann, was man geshootet hat, eben auf dem Tablet und vielleicht schon eine gemeinsame Bildanalyse oder sowas dann betreiben kann. Also es hat sogar noch einen Zusatznutzen und vielleicht ist das ein Workaround, mit dem man gut arbeiten kann. Aber weiterhin ist auch die Wi-Fi-Funktion genauso gewährleistet wie bei der 5D Mark IV. Also wenn ich zum Beispiel JPEGs in den Rechner hineintethern möchte, geht das nach wie vor. Genau. JPEGs, Movies, RAWs, alles über Tablet, Quatsch, auf den Rechner, über Tethered-Shooting. Wir haben sogar auch hier die Möglichkeit, diesen Wireless-File-Transmitter E7 anzuschließen, wenn man mit LAN-Kabel arbeiten möchte oder mit FTP-Server-Funktionalität. Also das ist tatsächlich professionell als auch mal eben schnell Wi-Fi-mäßig einsetzbar, in dem eigentlich größeren Umfang als bei der 5D Mark IV, weil hier auch Funktionalitäten der EOS M50 reingekommen sind. Das klingt sehr, sehr gut. Wir haben ja bei dem Sensor grundsätzlich ja einen optimierten 5D Mark IV Sensor mit optimiertem Mikrolinsendesign, was ja auch das kurze Auflagemaß erfordert. Wir haben aber einen neuen Bildprozessor. Ist jetzt da in dem Bereich technisch, ist der Bildprozessor jetzt dafür da, dass wir die neuen Objektive besser ansteuern können oder ist da noch mit Firmware Luft nach oben? Das ist jetzt so meine Frage, die ich an die Runde der Glaskugel werfe, ob man vielleicht für die Zukunft schon sagen kann, was sich da vielleicht mit Firmware oder in weiteren Generationen der Kameras vielleicht abzeichnet. Also der sogenannte DJIC 8 Prozessor ist für vieles zuständig. Also einmal für diese sogenannte digitale Objektivoptimierung, die quasi ohne Leistungsverlust schon in der Kamera einfach so passiert. Die Videoperformance ist ja besser geworden. Wir können zum Beispiel auch 4K 10-Bit 422 über HDMI ausgeben, ohne, sag ich mal, Laufzeitbeschränkungen. Die Kamera wird dadurch auch nicht warm, was natürlich auch der Prozessorleistung geschuldet ist. Die Bildauf- und auch die Autofokussteuerung mit Dual-Pixel Autofokus wird auch durch den neuen Prozessor schneller als bei den älteren Kameras. Das sind so die normalen Dinge. Ob es irgendwelche Funktionalitätserweiterungen über Firmware-Update gibt, wissen wir noch nicht. Das Einzige, was uns gesagt worden ist, ist, dass das Thema Silent Shooting auf Serienbild ausgeweitet werden wird in naher Zukunft über Update. Insofern ist davon auszugehen, dass es immer mal wieder Funktionsoptimierungen gibt. Aber wir wissen halt auch, dass jede Funktionsoptimierung oder Firmware-Updates mit neuen Funktionen in der Kamera den Launch neuer Kameras verzögern, weil wir haben auch nur begrenzte Ressourcen. Das ist immer das Spiel, was die Entwicklungsabteilung eben spielen müssen. Aber auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen Startschuss für ein wirklich zukunftssicheres, schönes System, wo ich wirklich sage, da kann man sich in Zukunft wieder mal auf einiges richtig Schönes von Canon freuen, was ja so in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen ist, muss man ja leider sagen. Aber ich denke mal vor allen Dingen, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist hier auch das neue optimierte Design. Wir werden die Kamera auch bald bei uns im Laden haben, dass man sie bei uns eben auch anschauen kann. Und wie gesagt, auch so Sachen wie die Touchbar, die kann man bei uns dann ausprobieren, also dass man eben auch die Touchbar hier mit verschiedenen Funktionen belegen kann. Wir haben auch noch die Möglichkeit, eben schön das benutzerdefinierte Canon-Menü, so wie wir es von früher auch kennen, ist alles in den Kameras eingebaut. Und ja, also ich freue mich sehr auf den Start dieser Kamera. Ansonsten, ja, vielen Dank schon mal für die Vorstellung der schönen neuen EOS R. Und genau, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Flo vom Fotodenkel.